Jo Leute, was geht ab? Wir spielen wieder. Mal wieder, es ist soweit. Wir spielen DayZ und es ist. Ja, ihr seht diese Häuser. Es kann nur Origins sein. Es kann nur Origins sein. Wir haben uns hier ein paar kleine Gebäude gebaut. Mit wir sind ein paar Männer mit eingeschlossen. Hi Perry! Hallo Mokka! Wir können ja mal kurz reingucken. Putsch, da. Das ist die Post. Wir haben hier ein T1 Origins Haus, haben da schon ein paar Waffen drin gesaved, ein paar andere Sachen, sodass wir vielleicht auch bald schon die ersten T2 Häuser bauen könnten. Ihr kennt ja die ganze Prozedur. Hier haben wir sogar einen Zombie, der mich gerade verprügelt. Den lassen wir mal eben leben. Du kannst eigentlich das Haus zumachen, dann machen wir uns gleich auf den Weg. Wir haben uns wieder entschlossen, ein bisschen Origins zu spielen. Overpoch war in letzter Zeit etwas Flaute, immer wenn wir aufnehmen wollten oder wenn wir gespielt haben. Die Leute, die haben einfach nur 24/7 gecampt. Also es hat einfach gar keinen Spaß mehr gemacht. Deswegen haben wir nach etwas Neuem gesucht. Und es kam auch tatsächlich das neue Origins-Update. Wir werden es nicht so oft spielen. Obwohl, doch, ich glaube, wir spielen das schon ziemlich oft. Die Sache ist natürlich, bei Origins passiert nicht so viel wie bei Epoch. Deswegen müssen wir mal gucken, wie oft wir da Videos bringen können. Aber wir versuchen wieder regelmäßig Videos zu machen. Werden auch samstags wahrscheinlich immer Wochenende das streamen. Ob wir auf dem Server streamen, weiß ich jetzt nicht. Werden wir auch so nicht ansagen. Denn bei den letzten Streams waren nur Stream-Sniper dabei. Aber wir sind ziemlich zuversichtlich, dass wir hier etwas Action erleben können. Sehr großer Server, sehr voller Server. Sehr viele Russen auf dem Server. Bei den Russen weiß man, auch wenn ihr sie nicht mögt, sie spielen aggressiv. Nicht so wie der ein oder andere Deutscher, sage ich mal. Denn bei denen weiß man, die campen gerne auf den Basen. Die looten nicht mal Gear. Die looten inzwischen nicht mal der Gear. Weil der Unterschied, der große Unterschied von Origins zu Epoch ist einfach, das Gear hat einen Wert. Bei Epoch hat das Gear keinen Wert. Hier hat das Gear einen Wert. Wenn man jemanden töten wird, auch wenn der nur eine DMR, obwohl eine DMR gehört schon zu den besten Waffen, die man hier haben kann. Vor allem die DMR-Magazine, also. Wir haben hier gefarmt, wir haben nur drei DMR-Magazine und ich weiß nicht, Perry hat jetzt öfter als ich hier gespielt. Perry spielt, glaube ich, ganze 2 Wochen schon auf dem Server, oder? Ja, prima da um 2 Wochen, ja. Und genau, und da sind drei Magazine. Natürlich haben wir noch im Stream das ein oder andere Magazin mal liegen lassen, aber es ist auf jeden Fall noch, das Gear hat hier noch eine Bedeutung. Es gibt schon ein paar, die haben auch zum Beispiel schon eine Stronghold gebaut. Es wurden auch von Origins aus neue Gebäude eingefügt. Also, wir sind gespannt, was wir in der Zukunft hier sehen werden. Wir bitten euch, wenn ihr wisst, welcher Server das ist, postet den nicht raus. Wir möchten den, ja, möglichst privat halten. Wir werden auch immer den Namen ändern, wenn wir bauen, wenn wir spielen, wenn wir reconnecten, wird immer der Name geändert. Das heißt also, wer es weiß, haltet es bitte für euch geheim. Wenn man sich mal findet, kann man über Ingame natürlich zusammenspielen. Aber so möchten wir doch dann etwas Privatsphäre hier auf dem Server haben und wie ganz normale Spieler spielen, ohne irgendwas geschenkt zu bekommen oder. Verfolgt mich hier ein kleiner Zombie. Und wir machen uns auf den Weg. Wir werden uns jetzt ein Auto zusammensuchen. Haben ein paar Ersatzteile, werden diese ans Auto dranbauen und dann losdüsen. Obwohl ich muss sagen, bei Origins bewege ich mich eigentlich lieber zu Fuß. Ich war immer der zu Fußläufer bei Origins. Ich mag es einfach, aus dem Hinterhalt anzugreifen, wenn der Gegner es nicht erwartet. Ja, Naja. stimmt wohl. Werden wir auch jetzt erstmal tun müssen, weil sieht schlecht aus mit Auto, wohl. Ja. Das kann ich nicht so sagen. So. Wir haben ein Auto gefunden. Das haben wir mehr oder weniger fit gemacht. Gucken wir, ob wir jetzt den letzten Reifen noch dran bekommen. Achtung, Und noch Zombie. ein Engine. Ah, das ist mein Freund, der tut mir nichts. Das ist Gary. Hallo Gary. Das Auto ist jetzt nicht ganz optimal, auch nicht ganz gesund, sage ich mal. Ist nicht auf dem besten neuesten Stand. Aber in so einer Zombie-Apokalypse muss man schauen, was man bekommt. Man hat nicht die Wahl, sich auszusuchen, was man möchte oder nicht. Man nimmt einfach, was man findet. Es Was man ist. kriegt. Drum. Also so ein guter alter russischer GAZ. Was will man mehr? Ist so ein Wolga bestimmt. Ja gut, wenn man ein besseres Auto von ausbauen.
Ich muss den Sound ein bisschen leiser machen. Dann eben hier noch tanken. Jo. Vorher mache ich den Sound ein bisschen leiser, weil das Auto doch recht laut ist. Ich muss dazu sagen, ich mag diese neuen Straßen. Das ist ja jetzt die neue Insel. Ich glaube, wir haben noch gar keine Videos davon gemacht. Aber ich mag diese neuen Straßen von den neuen Inseln. Mega cool. Hier rechts, ne? Ja, wir hätten auch in der Stadt tanken können, aber ja, wir können auch woanders tanken. Machen wir gleich. Wenn ich nur mal so einen Tank sehe, dann brülle ich ganz laut. Wir sind ja eben da vorne an einem vorbeigelaufen. Echt? Sind wir das? Ja. Ihr könnt einfach drüber pacen. Die Brücke ist safe. Nitro gibt es hier leider nicht. Von Origins Nitro, das wär's. Aber Origins ist doch mehr Survival gebunden als jetzt Epoch. Epoch kann man eigentlich, oder Overpoch, kann man als reines Deathmatch ansehen, Team Deathmatch. Beziehungsweise nicht mal, das ist ja mehr Camp Mission, das ist Camper Team Deathmatch. Während Origins noch dieses Survival Feeling, zumindest ja, von den aktuellen Mods am meisten hat. Definitiv. Richtig cool. Zombies. Hinter uns? Neben uns, links von uns. Ich hab hier immer Zombies, komischerweise. Sollen wir hier mal anhalten? Von mir aus. Meinst du, die sind... Hier können wir ja eh tanken. Also die Zombies sind immer da, sagst du? Die sind nicht spielergebunden? Also doch, ich denke, das ist, die müssen spielergebunden sein. Ja, aber ich sehe hier ehrlich gesagt keinen. Wenn ich mich hier umschaue... Moment, da hinten ist was. Deswegen, ich sag ja, werden wir dann wahrscheinlich da hinten, irgendwo hinter der Stadt. Sollen wir den suchen? Was sagst du? Ja, ich will dafür. Willst du das Auto eben in sich... Hast du geschossen? Nein. Hat einer geschossen? Ja, Shotgun-Schüsse. Okay. Die Frage ist, lass mal jetzt das Auto einfach da stehen? Ja, das ist mal einfach stehen. Die Schüsse kamen von hier. Das ist genau da, wo ich was laufen gesehen habe. Ich habe den Schuss nicht ganz wahrgenommen. Doch, da wird geschossen. Ja, da sind noch Akku-Zombies. Ja, im Industriegebiet. Alles klar. Richtung Straße. Ne, im Industriegebiet selber ist ja, die Zombies sind da reingelaufen. Ich mach den Sound nochmal lauter. Cannot fire. Falls wir flankiert werden, möchte ich das gerne früh genug hören. Das ist das Einzige, was ich mir noch wünsche, dass der Sound von den Fahrzeugen sind eigene Regler. Er ist in der zweiten Etage. Hat wir eine Tasche. Aber, bis der rauskommt, wa? Ich kann den töten. Nicht? Ich hab geschossen. Hab ich ihn getötet? Ja, ich hab ihn getötet. Ja, ich hab ihn getötet. Ja, nice. Zweite Etage war der. Glatter Durchschuss. Er wollte wahrscheinlich das Auto hier reparieren. Das haben wir eben auch gesehen auf dem Weg hierhin. Steht ein Uralengelber. Jo. Moment, dann kann ich gleich die Tasche nehmen. Kannst du die Zombies töten und gucken, ob vielleicht oben noch einer ist. Aber ich denke, der war ganz alle. Oh mein Gott. Ich habe gerade einen Herzinfarkt bekommen. Bei mir hat der sich geswitcht. Die Klamotten hat er gewechselt. So. Und es wurde schwarz, genau als du geschossen hattest. Und ich dachte so. Wurde ich jetzt von der Seite getötet, oder? Ja, dann hast du Skin geschenkt. Du bist jetzt auch beendet, ne? Ja, genau. Immer ein Assa-Treffen mit, also hier oben ist... Nee, ich bin Hero, ich bin sogar Hero. Echt? Ich bin Hero. Ja, nee, du bist beendet. Was, beendet? Ja, das ist der einzigste Bandit-Skin, der aussieht wie ein Hero. Okay, schade. Kann ich das jetzt nicht mehr looten, oder dauert das ein bisschen? Ja, das dauert nur kurz, weil er gerade zum Cross geworden ist. Ach, der hat gar keine Magazine für die Waffe, dann lasse ich die mal liegen. Ich bin kein Fan von zwei Waffen dabei haben. Ich mag das nicht. Auch wenn man es kann,
Klar ist das cool, aber ich bin kein Fan davon. Okay, dann lasse ich das alles liegen. Bewege mich schnell zum Auto, bevor das weg ist. Ja, nice. Er hat wahrscheinlich auch versucht zu überleben, aber auch wenn ich eigentlich kein Bandit sein möchte, wir können einfach hier keinen in unserem Gebiet leben lassen. Das ist zu gefährlich. Außerdem haben wir jetzt uns eine echt süße Tasche erbeutet. Ja, Dora the Explorer. Die passt Was ja ist das? richtig zu dir. Hier ist die ist. Girls Back Dora. Ja, da ist Dora the Explorer drauf. Kennst du Dora the Explorer? Nee. Was denn das? Ist das ein Spiel oder? Google, also geh mal später nach der Aufnahme, geh mal auf YouTube und gib mal ein Dora the Explorer. Okay. Das ist eigentlich eine Kinderserie. Bin ich mal gespannt. Was sieht dann die aus wie diese Lilly und Stitch oder so? Diese Lilly. Love. Naja, wie gesagt, wir sind in einer Zombie-Apokalypse und man muss einfach nehmen, was man nehmen kann. Auch wenn es Naja. eine Kindertasche ist. Wir nehmen sie. Wir nehmen sie. Wir haben hier ein Auto entdeckt und wir werden unser wechseln. Unser scheint Getriebeprobleme zu haben. Er brummt zu laut, fährt nicht mehr, die Federung ist auch kaputt, die Scheiben sind defekt. Ja, okay, der sieht auch nicht besser aus. Aber der sieht wenigstens geländetauglicher aus. Ja, Ich habe und leider man keine muss sagen, er Toolbox. passt auch besser zu uns, so Bandit-Style-mäßig so. Ich habe leider keine Toolbox, sonst würde ich echt gerne mithelfen. Da kannst du ja so in die Umgebung im Blick Ich behalten. kann den tanken. Das ist auch mega gut, was ich mag an Origins. Die Fahrzeuge, die sind nicht abgeschlossen. Es gibt Man kann die nichts. inzwischen abschließen, ne? Nein, nicht dein Ernst. Doch, doch, man kann, aber das ist ziemlich schwierig. Man muss dafür man muss dafür eine Batterie haben und ein Item haben, um das abzuschließen. Was man jetzt auch nicht mal eben so locker easy bekommt. Okay. Aber kann man die Und dann. das Auto muss komplett repariert sein. Okay. Kann man es auch kaputt machen dann, oder? Ich denke schon, ja. Man kann es nur halt nicht klauen. Das ist das, was ich bisher gemocht habe an Origins. Dass die Ja. Fahrzeuge, dass du einfach alle Fahrzeuge klauen konntest von anderen Mitspielern. Ich habe das geliebt. Aber man muss sagen, wenn es wirklich so selten ist, dann ist es okay, weil so kann man sich das wenigstens erarbeiten. Nicht so wie bei Ja. Epoch, man spawnt, hat ein SUV Instant und Schlüssel und weiß nicht, alles. So, ich Ich meine, könnte es gibt ja auch Garagen schon bei Origins. Also, ich finde, es macht keinen so großen Unterschied. Ja, Ob man macht. nun. Wenn es wirklich so selten ist, dann ist es okay. Ja, Ich meine, das mit ist so ein Item, das Garagen. nennt sich IEL locker. Den braucht man dafür. Ja. Ich meine, dass Garagen gibt, ist eine Sache so. Da kann man gut safen, aber dafür sind ja auch Garagen da. Aber nicht jedes Fahrzeug, das ist Quatsch. Ich meine, Origins hat es gut gemacht. Ihr müsst ja halt überlegen, die Autos, ihr findet die. Wenn ihr in Real Life ein Auto finden würdet, na, Zombie-Apokalypse. Sagen wir mal, die Autos wären extrem selten. Wenn das wirklich so ein Dorf wäre wie hier, das 10 Einwohner, sagen wir 20 Einwohner, davon vielleicht 10 Autos. 8 davon wurden schon geklaut, 2 kaputte Autos stehen noch, die man repariert, ja? Dann ist da doch kein Schlüssel bei, wenn wir ehrlich sind. Eben. Wer bewahrt denn schon seinen Schlüssel in seinem Auto auf? Und wenn ihr das kurz schließen könnt, dann können das ja andere auch. Deswegen weiß ich nicht. Also. So, jetzt müsste der ganz sein, ne? Ja, Engine noch. Okay. Kann ich drin sitzen oder muss ich weggehen? Ne, drin sitzen geht so. Okay, ich fülle den trotzdem nochmal nach. Kann sein nämlich, dass ich noch einmal Benzin klauen kann. Ja. Nein, das ist nicht genug. Schade. Ich mag diese Benzinklau-Option. Ja. Wir haben einen Zombie Ist sehr geaddet. praktisch. Was? Wir haben einen Zombie geaddet. Im Chat. Ja, da. Lassen wir aber auch aus wieder. Aha.
Fame hat man halt überall. Man spawnt auch mit keiner Toolbox, deswegen kann ich zum Beispiel jetzt gerade nicht mithelfen. Ich müsse mir eine Toolbox finden, die findet man ganz oldschool in Industriegebäuden, da wo wir eben den einen Spinner getötet haben. Aber wie hoch ist die Chance, dass man sowas findet? Aber das wir Auto, hatten eben Glück. Ja, das Auto sieht jetzt tauglich aus. Wir haben zwar keine Scheiben und, naja, sagen wir eine halbe Scheibe nach links, wo man nicht durchgucken kann, die mehr stört als hilft. Uiuiui. Ich sollte mich mehr auf die Straße konzentrieren. Aber es ist deutlich schneller, es ist geländetauglicher und ich fühle mich doch etwas sicherer dann zu meinem Auto. Und es sieht besser aus. Ja. Und was extrem wichtig ist bei DayZ Origins, man muss spotten können. Es ist wieder gefragt, so man muss alles durchsuchen, jeden Wald. Die Gegner können überall sein. Hier ist eine Polizeistation. Was sagst du? In der Tat, und hier war auch jemand schon, wo die Türen sind offen. Okay. Aber kein Loot. Ich schätze mal, der Typ eben war da. Deswegen hatte der auch eine MP5 SD und APS SD Magazine. Ja, aber der hatte keine Magazine zu der MP5. Ja, der lagen da wahrscheinlich keine dazu. Das ist also entweder eine Waffe spawnt mit einem Magazin oder mit gar keinem. Das ist also, Munition ist richtig selten. Oha, was ist denn hier? Das, sowas finde ich immer geil gemacht. Hier hört einfach die Straße auf und dann wird hier gebaut. Und guck dir mal, wie, boah, wie geil haben die das denn gemacht mit dem Bagger. Die haben den Bagger dahingesetzt. Ja, die neuen Inseln, da haben die sich richtig Mühe hingegeben. Halt Respekt dafür. Wenn die alten Inseln so geil wären, guck dir das mal an. Bagger, Dampfwalze, so ein Generator-Dings oder was das sein soll. Ja, richtig geil. Mit Ziegelstein, damit der auch schön grad bleibt. Mir gefällt das. Mir gefällt das richtig. Mega geil. Einfach nur mega geil. Und wir haben uns gefahren. Hast du mit dem Bagger gefahren, so den man noch fahren kann? Nee. Ja, nur ein bisschen gespielt, aber war nie so wirklich gefahren im Sinne von gefahren. So, hier musst du jetzt rechts. Oder du fährst geradeaus. Ich fahr hier so. Das ist übrigens auch eine recht gefährliche Straße, weil das ist die einzigste Straße, die große und kleine Insel verbindet. Die große und die neue. Und das ist die einzigste befestigte Straße. Da ist einer vor uns. Fein um. Was? Ich hab ihn getötet, aber der mich auch anscheinend. Bist du tot oder bist du ohnmächtig? Ich bin tot. Ne, ich bin ohnmächtig. Ich kann es mir schnell verbinden. Ganz schnell. Ich hab mega wenig Blut. Ja. Oh, ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Hä, wieso? Oh, kam schon das weiße Gesicht? Ne, noch nicht, aber ich hab gar kein Blut mehr. Egal, das Problem. Ich hab mich bandagiert. Okay. Der hatte eine DMR. Oh, der hat auch Vandalen. Ja, der hatte DMR. Das Komische war, ich bin gegen den gefahren, aber anscheinend war das ein festes Objekt. Unser Auto ist explodiert. Ja, da war irgendwie eine unsichtbare Mauer. Ich kann ja auch nicht durchlaufen so. Okay. Ah, der ist wahrscheinlich auch dagegen gefahren oder so. Wahrscheinlich. Kacke, dafür haben wir jetzt kein Auto. Kannst du mich noch ein bisschen vom Auto wegdrängen, nicht, dass das noch explodiert? Nee, ist alles easy. Ich guck mal, ob der Bloodback hat. Okay. Ja, zur Not hatte ich eins bei mir, aber im Main Inventar. Server sind noch etwas desync, wie man gerade gesehen hat. Also, meine Schütze ging deutlich schneller. Obwohl ich muss sagen, ich habe auch die ersten verschossen, weil mich halt. Ich weiß nicht, ob ich gegen diese Mauer gelaufen bin, dadurch sich die Waffe gesenkt hat oder so. Da despawnt der. Ich sehe schon eine Toolbox, das ist sehr gut. Dass du die andere Waffe trotzdem mal drin, damit du die mal angucken kannst. Ist das eine neue, oder? Ja. Also ich kenne die schon so und die kriegt man auch nur im Sektor B. Okay. Also waren das schon eher ein Stammspieler? Ja, ich schätze mal, das ist von. Also, ja, ich weiß nicht, ob das von dem die. Wie hieß der? Mal gucken, wie hieß der? Oh, erstmal brauche ich einen Painkiller. Bei mir schmerzt sich alles.
The death of the man is a TG Innocent. Ach, das ist der gerade gesagt hat. So lucky. Punkt, Punkt, Punkt. Shotgun XZY. Hat er dafür ein Magazin, ne? Ja. Ich will mal einmal damit schießen. Doch voll geil aus, so. Okay. Passt okay, in deine Tasche? Ich nehme die als Second Waffe einfach in der, genau, in der okay. Hand mit. Dann nehme ich die DMR, weil dann hatte ich eine Sniper und der Vorteil ist, weil die Magazine werden geteilt. Kompass hatte der noch, das ist auch nicht verkehrt. Eine Map, Old Rope, sehr schön. Pickaxe, Revolver, ja. Schau mal mit, ist deutlich stärker als eine Macke drauf. Ich sag noch so, das ist die einzige Straße, die große und die neue Insel miteinander verbindet. Und dann steht da auf einmal vor uns einer mit dem Motorrad. Aber der stand auch, ne? Der hat sich nicht bewegt. Ja, ich denke auch, der ist hier, hier ist irgendwo eine unsichtbare Mauer, oder? Ja, genau hier. Ja, hier, da bin genau. Ich gegen gefahren. Ja, und er auch. Das Great House, was gilt bei AF. Genau da bin ich gegen gefahren. Beide Fahrzeuge kaputt. Wahrscheinlich ist er eine Sekunde vor uns dagegen gefahren. Ja, denke ich auch mal sehr. Weil der saß dann noch auf seinem Auto. Oder seinem Moped. Und dann ist es explodiert. Weil ich bin ja nicht gegen den gefahren, aber trotzdem sind beide explodiert. Leute, willkommen auf der Endcard. Man hört vielleicht, ich bin nur etwas krank, aber hält mich natürlich nicht ab davon, ein DayZ-Video zu schneiden. Prüfen alles um. Ich habe jederzeit, ich hoffe, jetzt werden ein paar mehr Videos kommen. Hier habt ihr noch zwei ältere Videos. Heute Abend CSGO-Livestream, morgen DayZ-Livestream auf twitch.tv/mukayo. Schaut vorbei, schönes Wochenende. Ciao.